Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt kein prickelnder Anlass. Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Es ist ein beschissener Anlass. Die Zwangsstörungen bzw. die Zwangshandlungen, die ich ausübe, sind wieder auf dem Höhepunkt. Es lässt mir keine Ruhe. Diese Angst, die auf dem Höhepunkt ist, diese unermessliche Anspannung und Angst, die diese Zwangshandlungen erst möglich machen und ins Leben rufen, aufgrund dessen entsteht das alles ja, man möchte das neutralisieren, man möchte diesen Handlungen nachgehen, weil man dann denkt, in seiner Zwangskrankheit-Logik, dieses kindliche Denken, dieses magische Denken, hat man jetzt alles in der Hand, mildert die Dinge ab, wendet sie ab, aber das ist nur etwas, was sehr temporär der Fall ist und dann schleichen sich immer wieder direkt neue Ängste und Gedanken auf. Also Gedanken, die Angst lässt dir diese Gedanken entstehen und durch diese Angst nimmst du diese Gedanken erst recht, weil dir diese Gedanken dann auch Angst machen und diese Gedanken dich plagen, nimmst du das alles ja erst recht so für bare Münze auf. Und da habe ich großes Bewusstsein geschaffen und das dekonstruiert und arbeite da auch immer weiter dran. Aber bei dieser Thematik, bei dieser schwerwiegenden Thematik geht das nicht einfach so, mir nichts, dir nichts. Das braucht seine Zeit, das braucht viele Monate, besser gesagt viele Jahre in den meisten Fällen. Und es gibt keine Garantie, diese Dinge loszuwerden. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich merke, das ist nicht für jedermann, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, dass ich Menschen eventuell auch den Spiegel vorhalte, Dinge anspreche, die wahr sind, die manch anderer sich nicht stellen mag und der sich dadurch immens getriggert fühlt. Und das ist eine Sache, die dir niemals die absolute Reinheit gibt, wenn du dich nicht mit dir selbst auseinandersetzt, wenn du davor wegläufst, wenn du Dinge nicht wahrhaben willst, wenn du dich triggern lässt, wenn du nicht reflektiert genug bist. Und das tut mir dann leid für diese Menschen. Und da sollte man nicht sein ganzes Leben vorweglaufen, da sollte schon irgendwann der Punkt kommen, wo man sich diesen Dingen stellen möchte und dann nicht einfach anfängt, das zu verdrängen aus Angst und ja, einfach sich davor drückt. Der eine ist mehr in der Lage, das aufzunehmen, zu reflektieren und sich dieser Wertigkeit und dieser Bedeutung der ganzen Thematik bewusst zu werden, der andere wiederum weniger, weil das Know-how fehlt, weil man natürlich aus einem großen Schmerz heraus das Ganze verdrängt. Und das triggert Leute, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann auch sieht, okay, ich bin doch nicht mehr bereit, die Videos zu schauen oder mich damit zu beschäftigen. Jeder so, wie er möchte. Ne? Aber ich bin hier jetzt kein Coach, der damit Geld verdient und meine Meinung bleibt halt die, es ist eine Sache, die nicht jeder schaffen wird. Theoretisch könnte es jeder schaffen, so wie jeder Millionär werden könnte oder sonstige Dinge, die man werden könnte, Hollywood-Schauspieler. Aber nicht jeder wird es werden. Ne? In dem Fall braucht man da auch wirklich den puren Willen daraus. Diese, wie soll ich sagen? Ja, den Mut. Diesen Weg, diesen schwerwiegenden, langfristigen, von vielen Höhen und Tiefen geplagten Weg anzunehmen und zu gehen. Und man muss sich der Wertigkeit auch bewusst sein. Man muss auch bereit sein, diese Dinge aufzuarbeiten und dazu in der Lage sein. Und da habe ich ja schon gesagt, meiner Meinung nach, ich bin kein Therapeut, ich bin keiner, der das studiert hat. Meiner Meinung nach kann es nicht jeder schaffen, hat auch nicht das Know-how dafür, es zu schaffen. Na, es gibt natürlich gewisse Dinge, die man anwenden kann. Da muss man nicht der Reflektierteste sein. Da muss man die Thematik nicht verstehen. Letzten Endes stellt man sich den Dingen und arbeitet daran, wenn es dann jemanden gibt, der dir das natürlich zeigt, den Weg, was du zu tun hast, was du zu machen hast, ja, dann kann es erstmal Abhilfe leisten, aber bist du nicht jemand, der dieses Bewusstsein hat und die Zusammenhänge versteht, diese Komplexität,
wird dich das immer wieder einholen. Weil du einfach nicht weißt, was da passiert und dich dann irgendwann durch irgendeinen Anlass dem wieder schutzlos ausgeliefert fühlst. Und selbst als sehr reflektierter Mensch und sich dieser Sache bewusst sein und dieser Thematik, braucht es viel Geduld, sehr, sehr viel Mut und harte Arbeit, daraus zu kommen, diese Verhaltensmuster, diese Komplexität der ganzen Thematik und diese Plage im Kopf zu stabilisieren, abzumildern, loszuwerden oder einzudämmen oder damit sehr viel besser umzugehen. Es ist möglich, da rauszukommen. Es ist möglich, wenn man diese Löwenmentalität an den Tag legt, und die lege ich immer mehr an den Tag. Es ist so eine Phase, ich wiege 136, habe ich auch schon erwähnt, die mich halt einfach plagt, und aufgrund dessen greife ich mehr zum Essen, esse auch wieder mehr, habe 6, 7 Kilo drauf, wenn nicht sogar fast 8 Kilo. Und das ist okay. Anfang 2021 gab es ja auch so eine Phase, die ich aber letzten Endes als Erfolg verbuche, nach der raschen 30-Kilo-Abnahme Anfang 2021, monatelang plus, minus 6, 7 Kilo, diese Schwankungen. Als es mir hundeelend ging, sogar, auch wenn sich das gerade jetzt nicht mehr so anfühlt, sogar noch schlimmer als jetzt, mein Gewicht gehalten zu haben, da wusste ich, dass es das noch größere, bessere in meinen Augen ist, also der noch größere Erfolg als die Abnahme an sich. Trotzdem die Kalorien zu tracken, trotzdem sich zu wiegen, trotzdem sich der ganzen Thematik zu stellen, trotzdem nicht zu denken, jetzt fresse ich immer 10.000 Kalorien oder mehr und achte gar nicht mehr drauf, sondern dennoch zu sagen, Schadensbegrenzung, nur 3.000, 4.000 Kalorien, nur 5.000 Kalorien statt 10.000 Kalorien oder mehr. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Und das als Prozess anzusehen und gütig zu sein. Und das bin ich jetzt gerade auch zu mir. Ich habe keinerlei Zweifel, dass ich da rauskomme, dass ich das bewältige, trotz der ganz schlimmen, beschissenen Scheißphase, trotz der hervorgerufenen Angst, die gerade in diesem Maße präsent ist. Ich bin dahingehend zu einem Löwen geworden, zu einer Maschine. Und daran lasse ich euch teilhaben. Und das sage ich mit Fug und Recht, auch wenn ein paar Kilo gerade wieder drauf sind und die Zwänge zurückgetriggert wurden. Schon allein dafür feiere ich mich immens ab, dieses fast halbe Jahr die Zwänge sein gelassen zu haben, obwohl die Ängste so auf dem Höhepunkt waren, die Zwangshandlungen ohne Medikamente. Ist einfach, wie ich immer so schön sage, ein Fingerzeig, was da alles möglich sein wird. Eine ganz große Leistung. Und die Rückschläge machen mir keine Angst. Sie bringen mich auch nicht dazu, mich zu verurteilen. Sie bringen mich aber auch nicht dazu, mich dahinter zu verstecken. Hinter den davor erreichten Erfolgen oder sonstiges, halt auch generell mich hinter irgendetwas zu verstecken. Das ist ein gesundes Maße, wie ich die Dinge einschätze, und dass ich weiß, dass das passieren muss. Es muss passieren, weil diese Thematik und diese Sache einfach ein ganz ernstes Thema ist, ne? Da kann man auch dazu kommen, zu sagen, da ist was mit mir passiert als Kind, durch die Umstände, durch die Kindheit, wie infiziert. Es hat mich eingenommen, es hat mich, wie soll ich sagen, zu seiner Marionette gemacht. Wie eine Fremdeinwirkung, wie von außen gesteuert, wie besessen. Das ist natürlich nicht der Fall, Leute. Es ist alles rational zu erklären, das hat seine Gründe. Du hast Schutz als Kind gesucht, du hast angefangen, durch die Erlebnisse dir gewisse Glaubenssätze anzueignen, die auch dann in dem Sinne in meinem Maße negativ ausgefallen sind und eher hinderlich waren. Du hast dich schuldig gefühlt. Und dann bist du damit so umgegangen, dich voll zu stopfen, um dich irgendwie doch zu schützen, um der Schuldigkeit zu entgehen, um Abmilderung zu erleben, um die Anspannung zu regulieren, die Angst zu regulieren, um diese Gefühle in diesem Ausmaß nicht so wahrzunehmen, die dich überfordert haben, um dir Glücksgefühle zu verschaffen.
Und in dem Fall war das dann so. Und du hast eine Art und Weise gesucht, dich zu schützen, aber auch dich zu bestrafen. Und dieses Dicksein ist nur eine Symptomatik. Ich habe mich nie wirklich dick gefühlt. Ich wollte es auch nie annehmen und wahrnehmen. Es ist einfach nur aus dieser Hilflosigkeit entstanden. Die negativen Glaubenssätze, sich schuldig zu fühlen, sich nicht brauchbar zu fühlen. Die sehr große Angst hat mich essen lassen. Eine legale Droge, mit den Dingen, die man im Supermarkt finden kann, zuckerhaltigen Dingen, Zucker, die eine Droge ist. Dein Belohnungszentrum reagiert ja auch darauf, im Gehirn, auf diese Art und Weise mein Belohnungszentrum zu aktivieren, angefixt zu werden als Kind, diese legale Droge zu sich nehmen zu können und dann zu sehen, es wirkt, ich tauche ab, ich bestrafe mich, sonstiges, reguliere meine Gefühle in jederlei Hinsicht. Und dann passiert es auch, dass man sich dadurch negativ bestärkt, immer dicker zu werden, sich immer minderwertiger zu fühlen, unbrauchbarer zu fühlen. Und diese negativen Glaubenssätze, die man sich da in dem Fall, in meinem Fall eingeredet hat, dann sich für einen selbst bewahrheiten, weil man immer dicker wird, weil man immer unbrauchbarer wird, weil man sich immer mehr verurteilt. Und das nimmt man auch unbewusst wahr als Kind, ohne das Ganze einordnen zu können, sind es trotzdem Dinge, die sich nicht leugnen lassen und die was mit dir machen. Und deswegen wehre ich mich auch dagegen. Da hatte ich schon immer die ein oder andere Diskussion, auch damals schon mit Leuten, die sagen, wenn man dick ist, ist man selber schuld. Dass man dick wird, ist man selber schuld dran. Und das habe ich auch damals nicht so gesehen, ohne so reflektiert zu sein wie jetzt. Und jetzt, wo ich viel mehr weiß, bin ich mir dessen noch sicherer. Du kannst mir nicht sagen, wenn du aus Schutz und in einem Alter, wo du noch sehr unreflektiert bist, das Leben erst erforschst, Kinderfantasien hast, magisches Denken hast, noch sehr ungefestigt bist in deiner Persönlichkeit und du dann Schutz und Geborgenheit suchst im Essen, ohne zu sehen, was da passiert und dich das Dicksein dann immer noch mehr bricht. Du das dann selber schuld bist, wenn du so Schutz und Ausflucht suchst, aus einer Misere, aus einer prekären Misere, was auch immer, aus einer misslichen Lage, dann bist du nicht selber schuld. Und wenn sich das dann wie ein roter Faden durch dein Leben zieht und du dann dir dessen aus Schutz nicht bewusst bist oder dich damit selber schützen willst, dich nicht deiner Thematik und Angst und deinen Traumata oder unschönen Dingen oder generell den negativen Glaubenssätzen stellen willst und das einfach gar nicht begreifst und hinterfragst, kannst du mir nicht sagen, dass man dann selber schuld ist, wenn das passiert. Als Kind entstanden, wo man nicht die Verantwortung hatte, nicht die kognitiven Fähigkeiten, die Fähigkeiten, das alles so zu dekonstruieren und wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu werden. Nein. Niemals. Niemals. Aber dann, irgendwann, beim gewissen Alter, trifft dich dann die Schuld, wenn du dich dahinter versteckst und sagst, ich bin halt so, es ist meine Prägung. Der und der ist schuld, meine Kindheit ist schuld und der hat mir das angetan. Ich identifiziere mich damit, ich verstecke mich dahinter und ja, es ist so ein leidiges Thema, das kann man gar nicht loswerden und ja. Ich bin dazu auserkoren, ich ergebe mich, dann bist du schuld. Irgendwann musst du die Verantwortung übernehmen, egal was dir passiert ist, und kämpfen. Oder du gehst gnadenlos baden und wirst ein Leben führen, was du nicht verdienst, so beeinträchtigt zu sein und daran zugrunde gehen. Und da liegt es in deiner Verantwortung, sich Dingen zu stellen, aufzuarbeiten, mutig zu sein, mit all den Mut, der Power, die Geduld und Kraft, die das Ganze mit sich bringt. Und dann ist es deine Schuld, wenn du dich damit arrangierst, wenn du dich dahingehend ergibst und sagst, man kann es nicht ändern. Es gibt einen Weg daraus. Ich möchte jetzt nicht richtig ausatmen. Auch wenn ich jetzt am liebsten so laut schreien würde, wollen würde wie möglich. Es gibt einen Weg daraus. Und das ist möglich, aber das schaffen die wenigsten. Und da, meiner Meinung nach, und das ist so. Ich bin keiner, der euch irgendwas andreht, kein Coach. Und da muss man einfach ehrlich sein. Und aus den davor genannten Gründen. Nicht jeder ist bereit, diese Dinge verstehen zu wollen oder kann sie verstehen. Ich merke es ja immer mehr. Ich will es verstehen und ich stelle mich dir noch immer mehr.
Ich habe schon so viele Fortschritte gemacht, mich so vielen Ängsten gestellt. Das spricht doch alles Bände. Und das holt einen trotzdem immer wieder ein. Aber da ist mein großes Gut, mir dieser Thematik bewusst zu sein, das aufzuarbeiten, das Talent dahingehend zu haben. Aber seht ihr, ich bin trotzdem noch lange nicht befreit davon. Wie mag es denn jemanden geben, der das gar nicht versteht, der das gar nicht auffassen kann oder will? Dann ist es doch erst recht kein Wunder, dass diese Un... unbegreifliche und schreckliche Lage diese Menschen überfordert, die Gefühle, das zur Qual wird. Denn das ist eine Qual. Ich merke es ja, die Angst, die Anspannung, das wünsche ich niemandem, sich so zu fühlen. Und wenn man denkt, es wird sich nie ändern und sich dahingehend da aufgibt und denkt, das kann man nicht besiegen und loswerden, ist das fatal. Und an diesem Punkt sollte niemand kommen, sich aufzugeben. Denn es gibt immer Phasen, wo es besser wird, aber man sollte es anstreben, es dauerhaft so hinzubekommen, dass es einen gar nicht mehr einholt oder nur in einem Ausmaß, dass dann natürlich dann eher so latent und abgemilderter Fall ist. Und wenn man dann auch weiß, wie man damit umgeht, umso besser. Das ist real, das ist Realness, mich hier jedes Mal aufs Neue zu äußern, die Hosen runterzulassen, diese Phasen auch euch näher zu bringen und nicht nur die Friede, Freude, Eierkuchen Phasen. Ich habe angefangen, diesen Weg zu gehen, mich dazu immer mehr zu entscheiden, das Glück gab, Menschen zu erreichen und Menschen zu helfen, Menschen zu inspirieren. Mit meiner Geschichte, mit meinen Worten, mit meinem Know-how. Ich werde diesen Weg weiterhin konsequent gehen, immer weiter, immer weiter. Ohne zurückzugehen, ohne aufzugehen. Ich werde immer weiter nach vorne gehen. Menschen helfen, mir helfen, aufklären, sensibilisieren, ein Gesicht dieser Sache sein. Da auch bei Galileo dieses tolle Filmchen gedreht zu haben, jetzt zuletzt, hat mir auch nochmal diesen Push wieder gegeben und die Power und ist die Belohnung für all diese Dinge, die sich da schon im positiven Sinne ereignet haben. Ich verdiene das. Und ich helfe anderen Menschen mit meiner Geschichte und mit dem Mut, den ich habe und mit meinem Kampf. Und ich habe auch gesehen, wenn das stimmt, dass mein Film auf Platz 1 ist bei den beliebtesten Beiträgen bei Galileo, wenn ich das richtig gesehen habe. Geil. Ja, Leute. Das ist Stärke, Gefühle zu zeigen und sich angreifbar auch zu machen. Aber ich bin so reflektiert und mir der Dinge so bewusst, dass mir einfach keiner was kann. Weil mir keiner was sagen könnte, dessen ich mir mittlerweile nicht schon bewusst bin. In der Verletzlichkeit, wie ich schon gesagt, liegt die Stärke. Dessen sich bewusst zu werden, an sich zu arbeiten, andere daran partizipieren zu lassen und daraus eine Stärke entstehen zu lassen, die seinesgleichen sucht. Aus dieser Verletzlichkeit, die du kennst, die dir dann nichts mehr ausmacht, dich immer mehr zu einem richtigen Löwen werden lässt.